Deswegen macht ein Künstler Musik, weil... Ansonsten alles okay. Das sind die Gründe einfach, schlicht und ergreifend. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Was ist das für eine Institution, für die wir hier heute stehen? Erklär mal ein bisschen. Mir ist gerade nicht so nach Erklärungen zu Mutti, weil muss ich ehrlich Songs sagen, machen, ich bin gerade noch so geflasht einfach von dem Song. So richtig im Song, okay, wir sind auf jeden Fall von dieser Regenschirm-Kooperation hier und diese hat ihre Regenschirme aufgebreitet, damit nicht dieser ekelhafte dunkle Schauer sich über die Welt legt. Und sie fängt hier an, wir wollten da auf jeden Fall ein bisschen helfen in Form von Musik und haben auf jeden Fall jetzt auch erfahren, dass unser Zeitplan ziemlich krass gestrickt ist und somit kommen wir zu unserem letzten Song. Und viele Leute haben gezweifelt an dem, was wir tun. Wir haben gesagt, warum? Wir machen einfach jederzeit, wenn wir Bock haben, machen wir Aktionen wie diese hier. Wir lassen uns doch nicht einsperren. Und es gibt immer wieder Menschen, die uns unterstützen, wenn wir so durch die Berliner Bezirke touren oder auch durch Deutschland. Und sie inspirieren uns zu Geschichten wie diesen. Frei sein, schwerelos, guter Tag, um rauszugehen. Sie ist im Mido und versucht dir gerade das auszureden. Geben sie Befehle und sie decken dich mit Regeln ein. Ewiges Gerede, sie bezwecken nur das Gegenteil. Stress und Feinsam, übernächtigt und leicht krank. Du hast recht, denn du lässt dich nicht einfangen. Tut mir leid, dass wir keine Bürokraten sind. Eure Welt kommt mir vor, als wäre sie farbenblind. Ich liebe es zu sehen, wie die Wolken sich teilen. Und deine Hunde schimmeln in einem goldenen Schein. So sollte es sein und immer weitergehen. Wenn wir beide uns sehen, bleiben die Zeiger stehen. Sie wollen das nicht verstehen und quatschen mich dann dauernd voll. Stelle mir doch mal vor, wie ein Zug vor einer Mauer rollt. Damit niemand bringt mich aus der Ruhe, ich bleibe relaxed. Sage ja, 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 doch eigentlich weg. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch eingesperrt und seid deswegen frustriert. Was soll was? Wir von euch lernen, aus Erleben ist Stress. Und wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll was? Wir von euch lernen, aus Erleben ist Stress. Und wir sind hier, um zu sterben. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass ich auch schon so pessimistisch geworden bin. Immer so ein schlechtes Gesicht ziehen und so. Auf jeden Fall. Woran liegt das eigentlich hier? Sie lieben sich selbst und du musst gehorchen. Überziehen diese Welt mit Frust und Zorn. Du sollst mitmachen und dich einreihen. Doch wir sind keine Sklaven, nein, wir wollen frei sein. Bitte glaub mir, ich schreib dir hier keinen Aufsatz. Ich vertraue dir und weiß, dass du allein auf dich aufpasst. Sie denken negativ und bezweifeln auch das. Und dann wirst du von der Verrat, der du am meisten vertraut hast. Schon klar, sie wollen nur das Beste für dich. Laut fesseln sie dich, doch merk nicht, dass schlecht ist für dich. Dieser Track's für dich und hol dich da raus. Ich seh, wie du ihn anhörst, mit Schotz erhobenem Haupt. Ehrlich, ich geb kein Fick, was die anderen denken. Denn es ist mein Leben und nicht das der anderen Menschen. Yeah, du weißt, was ich jetzt denke. Meine Hand und dann lass uns einfach wegrennen. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll was? Wir von euch lernen, aus Erleben ist Stress. Und wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll was? Wir von euch lernen, aus Erleben ist Stress. Und wir sind hier, um zu sterben. Ich lass mich nicht einsperren. Ich lass mich auch nicht einsperren, nein. Bitte lasst euch nicht einsperren. Oh nein, nein. Weil wir leben, was wir lieben, geht alles wie von allein. Diesen Weg zu verlassen, würde ich mir niemals verzeihen. Siehst du die Eltern daheim, wie sie den Kindern schreien. Für solche Fälle hab ich immer zwei Finger dabei. Ihr wart auch mal jung, warum vergesst ihr das? Bleibt mal locker und voll von sich mit eurem Stress und aus. Das System ist krank und hat sie an mich steckt. Doch ich mach da nicht mit, ich bleib frei von dem ganzen Dreck. Ist schon okay, wenn ihr negativ denkt. Doch bitte, zieht uns da nicht rein. Nein, nein, nein. Sind wir nur hier, um zu sterben? Sterben? Wir sagen ganz klar, nein, 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 nein. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll was? Wir von euch lernen, aus einem Leben ist Stress. Und wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll was? Wir von euch lernen, aus Erleben ist Stress. Und wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll was? Wir von euch lernen, aus Erleben ist Stress. Und wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Dankeschön. Lasst euch einsperren. Dankeschön. Und seid deswegen frustriert. Lasst das nicht. Habt noch einen wunderschönen Abend, Leute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war Kult, Fokus, meine Wenigkeit, Picasso. Oh yeah, okay, vergesst nicht, Leute, so, wir sind alle gegen einen dritten Weltkrieg, wir sind alle gegen diese Dunkelpolitik von USA, wir wollen transparente Demokratie 2.0
Ihr seid alle Bürger dieses Landes, genauso wie ich auch, obwohl ich keinen deutschen Pass habe. Vielen Dank. Ja, danke an Kult und seine Freunde. Wir sind natürlich nicht nur gegen, sondern auch für. Das Für ist ganz wichtig. Für Frieden, für Gerechtigkeit. Denn alles, was man gegen etwas zutrichtet, man auch gegen sich selbst. Ich würde mich freuen, wenn ihr es weiter sagt. Wir sind jetzt jeden Samstag ab 14 Uhr hier mit Umbrella Peace Art. Sagt es unter euren Freunden weiter. Malt Regenschirme, schickt eure Botschaften in die Welt. Ab nächste Woche wieder jeden Samstag 14 Uhr. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffentlich bis nächsten Samstag.